Erstens einen wunderschönen guten Tag an alle. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserem Webinar mit Thomas Staudacher. Und danke, dass ihr euch Zeit genommen habt an einem Sonntag, Samstag und teilgenommen habt. Also, wer ist Thomas Staudacher? Thomas Staudacher, Heilpraktiker, CEO von Subtile Energielösung. Thomas ist der CEO und der Gründer von Subtile Energy Solution. Er ist ein wegweisender Praktiker, Pädagoge und Redner, Autor, Erfinder, auch Forscher auf dem Gebiet der feinstofflichen Energie. Das heißt also im Energiemedizinbereich. Thomas ist der Schöpfer der weltweit ersten international anerkannten Akustikrestaurationstherapie und der Gründer der internationalen Center of Holistic Natural Medicine. Er ist auch Mitglied des wissenschaftlichen Beirats von Lifepharm, einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der epigenetischen Ernährung, wo er auch Menschen auf der ganzen Welt über Quantenenergiemedizin aufklärt. Und heute ist unser Thema epigenetische Ernährung. Ich überlasse das Wort Thomas und möchte nur ein paar kurze Stichpunkte geben, wie zum Beispiel, ich bitte von euch allen, euer Mikrofon auszuschalten und nur Thomas zuzuhören und falls Fragen sind, es bitte als Nachricht reinzuschreiben. Weil es ist wichtig, danach wird Thomas nicht so viel Zeit haben, alle einzeln zu beantworten. Ich werde die Fragen zusammenfassen und Thomas am Ende diese Fragen stellen, soweit wir Zeit haben und wie wir es beantworten können. Und anschließend werde ich am Ende auch eine Nachricht reinsetzen mit Telefon, E-Mail, natürlich, wie ihr live fahren und mich erreichen könnt, falls ihr weitere Fragen habt. Und am Schluss haben wir auch ein Angebot natürlich, wer in diesem Webinar mit teilgenommen hat und in der Zwischenzeit nach diesem Webinar, wer eine Bestellung getätigt hat, bekommt natürlich auch ein Sonderangebot. Das ist auch im Programm. So. Dann überlasse ich Thomas und bedanke mich im Voraus auch für Thomas für die ganze Vorbereitung. Und ja, viel Spaß, Thomas. Okay. Ja, also ich fange jetzt mal an, über Stress zu reden, so wie wir eigentlich Stress kennen von Medizin, von den Büchern und das alles, weil Epigenetik ist ja noch ziemlich neu und die meisten Leute wissen nichts davon, weil die muss wieder mehr Leute reinlassen. Und also dabei mal so ein kleiner Stressresponse. Mit dem Bild kann man ja sehen, wenn unser Körper unter Stress ist, ist basically, da kommt wieder das Englische. Wir müssen uns da nur darauf aufmerksam langsam werden, dass wir ja nicht nur Stress haben, wenn wir mal unruhig werden oder so, sondern körperlicher Stress bei uns speziell mit den ganzen Medien und die negativen Einflüsse, die wir haben, dass unser Körper eigentlich constantly unter Einfluss von Stress ist. Und das wirkt sich auch auf unser Autoimmunsystem aus, auf basically das ganze Körpersystem. Das ist, wie wir eigentlich Stress kennen und gehört haben. Entschuldigung, da kommen immer mehr Leute rein. Und wie sich der Körper auf unser Körpersystem auswirkt. Das Wichtigste ist daran, ich bringe jetzt da schon einige von meiner Klinik jetzt Beispiele rein, wo die meisten Leute sich nicht bewusst sind, dass unser Körper, das heißt, dass unter dem sympathischen Nervensystem läuft die ganze Zeit. Das heißt eigentlich der Kampf- oder Fluchtreaktion. Ich hoffe, dass es deutsch genug ist, dass der Körper die ganze Zeit nur unter diesem Nervensystem läuft. Eigentlich müsste der auch, das heißt, das parasympathetische Nervensystem aktiviert werden, aber durch alles, was im Moment losgeht, durch die Medien, Medizin und das alles, der Körper meistens ist unter der Kampf- oder Fluchtreaktion. Auf Englisch ist es Fight and Flight Response und das ist quasi wie wenn der Körper
Also ein Tier sieht einen Löwen kommen und dann rennt es weg und der rennt die ganze Zeit nur unter den Nieren, Schlabbernieren, Nieren, ja, ne, Kidneys, Nieren, die Nieren, ja, ja. Ach, ich auch werde Nebennieren. besser. Und die rennen die ganze Zeit unter den Nieren und das heißt eine, auf gut Deutsch und simpel gesagt, dass denn die Nieren wirklich schwächer und schwächer werden und viele Leute merken das nicht, bis wir älter werden, ja? Weil das dauert für den Körper sehr lange, bis die Nieren wirklich so erledigt sind, dass die ersten Zeichen kommen. Und diese Zeichen können denn sein beim Immunsystem. Muss wieder, warte mal, reinlassen. Beim Immunsystem, ja, Entschuldigung, müssen wir halt woanders machen. Also wie das ist ein bisschen kompliziert, weil ich die ganze Zeit Leute reinlassen muss. Enthüllungen auswirken von Stress auf die Körpersysteme. Das heißt, wenn wir langfristig unter Stress sind, unser Immunsystem, wie man hier sehen kann, das wird immer schwächer und schwächer. Je älter das wir werden, es wird schwächer. Wenn wir noch jünger sind, also die jungen Leute, die merken noch nicht so viel. Aber die ersten Anzeichen, wenn das Immunsystem wirklich schwächer wird, ist eigentlich, dass die Leute ja langsam auf einer Seite mehr krank werden und viele Leute auch eigentlich nicht krank werden. Das heißt eigentlich, dass deren Immunsystem ist überhaupt nicht mehr am Arbeiten, weil es ist nicht gesund, wenn die Leute nicht mal einen Schnupfen kriegen oder so. Das heißt meistens, in meinem Fall, in Natural Medicine, dass der Körper die Bakterien nicht mehr erkennt, weil das Immunsystem schon so ziemlich schwach wird. Ich glaube, das macht Sinn, was ich da sage. Wenn es nicht Sinn macht, müsst ihr mir das bitte sagen, weil es ist immer nur ein bisschen Übersetzung. Und dasselbe ist dann für das Herz-Kreislauf-System. Ich sehe, dass sehr viele in meiner Klinik, die Leute, die jahrelang unter Stress sind, ja, und die haben eine Arteriosklerose, denen tut die ganze Hände immer weh oder erhöhter Blutdruck. Und auch viel mal gesehen, wenn die Leute anfangen zu relaxen, die rennen unter dem Parasympathetic Nervous System, ja, dass eigentlich der Blutdruck dann von alleine selber runterkommt, auch, ja. Also das ist sehr wichtig zu verstehen. Der Stress hat so viele Auswirkungen in unserem Körper. Viele Leute sind sich das nicht bewusst. Und dasselbe kommt auch auf dem Magen-Darm-System, ja. Und ich nenne das eigentlich quasi, wenn wir was essen und unser Körper über das Fight-and-Flight-Response aktiviert ist, unser Körper wird nicht mehr die Nahrung, wie sagt man es, Laura, Digestion Ausnehmen, verdauen, ja. aufnehmen. Er kann das nicht mehr aufnehmen, weil es ist ja so programmiert, dass der Körper nur noch Rennen, Rennen ist, ja. Und das kann dann auch, die Leute werden dann allergisch bekommen viele Allergien, weil einfach das Immunsystem, alles ist out of balance. Das ist am einfachsten zu erklären. Und viele Leute, besonders Kinder, die haben Magen-Darm-System, wenn man das beruhigt, der wird dann alles für selber auch besser, ja. Und das ist meistens von Stress. Wir kriegen das wirklich alles vom Stress. Und alle Studien, die wir kennen, die jetzt rauskommen, die sagen genau dasselbe. Über 90% oder sogar noch höher, dass der Stress solche Auswirkungen auf unser System hat. Und das Endokrinsystem, das ist auch ein wichtiger Bestandteil davon. Das ist eigentlich gerade heute herausgefunden, das Hormonsystem auf Deutsch. Und das ist, weil auch viele Leute, die unbewusst unter Stress sind. Ich glaube, das Wort unbewusst ist jetzt sehr wichtig, weil viele Leute denken, wenn ich Stress habe, ach, da muss ich ja rumrennen und da bin nur gestresst, kann nicht mehr denken oder so. Aber unser Immunsystem ist normalerweise wirklich streng genug, um das zu verhindern. Aber wenn dann die Hormone anfangen, wie sagt man das? Abzuspielen oder so, oder ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt im Moment, außer Balance komme. Wie sagt man das? Außer Balance?
Ja, aus dem Gleichgewicht, Aus dem oder? Gleichgewicht, danke, das ist das Wort, danke, ist, glaube ich, wieder. Aus dem Gleichgewicht kommen, ja. Und das manifestiert sich bei jedem, bei jeder Person total anders, ja. Also bei Teenagern meistens ist es, wenn die, man muss da wieder machen, wenn die Periode mal nicht mehr regelmäßig wird und das alles. Jeder geht gleich auf die Hormone raus und schaut da, wie man das reguliert. Und das macht es meistens schlimmer auch, weil es ist eigentlich das Nervensystem, das beruhigt werden muss am Anfang, ja, bevor du überhaupt mit irgendwas anderem reinkommst. Das Nervensystem ist das Wichtigste. Und es kann sich dann auf das Atmungssystem auswirken, zu viel Stress. Und viele Kinder haben den Asthma und die kriegen, meistens die Kinder kriegen den Asthma am Tag, wenn die unter Stress sind. Ja, wir müssen uns eigentlich wirklich Bewusstsein darauf und das genau dasselbe ist mit der Fortpflanzung, wie ich hier draufgeschrieben habe. Ihr könnt es later, wenn wir die Slides rausschicken, genau nachlesen, ja, was da noch andere Auswirkungen drauf sind. Aber es ist quasi, ja, wie ihr seht, das ganze System ist out of balance. Und in meiner Erfahrung nach, und sicher aus Labamira auch dieselbe, ist, bis diese Körpersysteme out of balance sind, das dauert wirklich lange. Ja? Also der Körper ist ja normalerweise, hat genug Nutrition, kann alles von sich selber verarbeiten. Aber wenn es dann mal anfängt, ist es sehr wichtig. Und das sind meistens nur kleine Sachen. Also ich kann immer 8 Stunden schlafen, mache immer auf oder so, aber das ist ja egal. Und da. Das sind schon Sachen, dass das Nervensystem überaktiv ist. Das habe ich das Wort wieder gefunden. Symptome. Was? Symptome. Ja. Überaktiv eigentlich, was ich das Wort wieder gefunden habe. Über, da, Überaktiv. ja, das ist, dass das ganze System über, also über Sympathetic Nervous System läuft, ja. Und es dauert jahrelang, je älter das mal werden, und dann meistens mit 30, 40 fängt es dann an, kommt die medizinische Diagnostik, ach, du hast das und das und das. Das sind meistens Leute, die seit Kindheit an zu viel Stress haben. Was muss man mit zu viel Stress haben? Und warte, ich muss da aber noch was. Ah ja. Allora, okay, dann noch, was das war. Okay, dann geht es mal zum. Hat das alles Sinn gemacht, was ich da gesagt habe? Oder? Absolut, absolut. Ja? Okay. Okay, jetzt kann man mal ein bisschen rauf, wie sich Stress auf unser Körpersystem und unserer DNA auswirkt. Also jeder kennt den Begriff DNA und die DNA ist einfach ein Bestandteil in unserem Körper, den wir von unseren, der ist einfach da in den Zellen drinnen, ja. Und das heißt, das ist dann die epigenetische Ernährung und der Körper befasst sich denn damit in einem different Level. Also so wie ich jetzt den Stress erklärt habe, das, wie wir es kennen von den News, von den Zeitungen, von den Magazinen, das ist alles, was uns Medizin gezeigt hat, was Stress machen kann. Wir kommen jetzt zu einem anderen Level und das ist Epigenetik, ja. Und das betrachtet den Körper ganzheitlich, auch in der Nutrition. Es geht runter in den Mikrolevel, ja, also wo die DNA ist. Also kann man denn hier auf dem Bild eh gut sehen. Ich weiß nicht, wie man den Dings da wegmacht, wo ihr alles sehen. Ihr könnt ja das Epigenetic Modification auf dem Bild alles sehen, ja. Und ich weiß nicht, das, wie wir Stress kennen, kann man hier lesen zum newtonischen Modell, ja, das den Körper als eine Maschine mit isolierten Teilen und direkten Ursach-Wirkung-Mechanismen betrachtet. Das, wie wir gelernt haben, mit Stress umzugehen und dann mal eine Tablette für sowas nehmen oder so. Epigenetics bringt das ganze System in Verbindung.
Nicht nur psychisch, sondern auch energetisch. Ja, das Wort energetisch ist das Beste, das zu erklären. Ja, also nicht, dass es da reinkommt mit Morphogenetic Fields und das alles. Wieder einer, ja. Und wie auch Medizin jetzt ziemlich gut weiß jetzt, aber es ist noch nicht so, es ist anerkannt eigentlich, aber bis die das wirklich anerkannt für die große Public, das dauert noch 40 oder 50 Jahre. Und es ist genug Studien da draußen über das alles, ja. Und der genetische Reaktionen, die der Körper hat, der Körper versucht dann mit der DNA wieder zurück in Resonanz zu kommen. Und für das brauchen wir die richtige Nutrition in uns. Ja, also das ist es wirklich seit gestern beim Überlegen, wie soll ich das rüberbringen? Und dann mache ich wirklich einen, das ist mir das ein bisschen im Weg da. So. Kann ich das irgendwie, ach, das kann ich ja wegmachen, das ist ja noch besser. Okay. Das ist da oben. Also, ja, das ist hier. Das brauche ich auch nicht. Ach, ja. Also, der Einfluss der Ernährung auf die Gene Expression. Jetzt kommen wir also wirklich mal gleich rauf auf Laminein, ja. Und ich glaube, es ist auch wichtig, damit ihr die andere Slides auch verstehen könnt. Es ist sehr wichtig, was in Laminein drinne ist, was eigentlich die ganze DNA und alles auch in meiner klinischen Erfahrung hier, darum habe ich es ja auch quasi zum Dings gemacht, zu meinem Main Supplement in meiner Klinik. Ich renne meine ganze Klinik nur noch über die Lifearm-Produkte und habe ein paar andere noch, aber vorher habe ich hunderte Produkte gehabt, aber seit ich das benütze, die Results waren einfach besser. Und wenn man dann Epigenetik, Nutrition ein bisschen besser versteht, dann macht es alles Sinn. Und der Grund, warum das so ist, ist wirklich ganz einfach, ist wirklich, Laminein hat alle Aminoacids drin. Und wenn ich sage alle, alle. Und Aminoacids sind der Bildungsblock auf alles. Auf die Proteine, unser Körper macht seine eigenen Vitamine, alles selber, das meiste, ja. Und für das ist das Laminin, die Wirkung darauf ist einfach unglaublich, ja. Und es wirkt sich nicht nur psychisch aus, auch emotional und das alles, ja. Es kommt halt ein bisschen drauf an, wenn einer wirklich, ich nenne es immer, wenn der Tank leer ist, die müssen einfach mehr nehmen, ja. Manchmal habe ich vier, sechs auf einmal oder so, aber die Leute merken wirklich unglaublich die Wirkungen davon, ja. Und ich habe das ja auch getestet, das kann ich mal in einem anderen Seminar zeigen, aber ich glaube, das ist aber ganz wichtig zu verstehen, dass Laminein hat da also unglaubliche Vorteile mit dem Ganzen. Muss ich das wieder rüber machen, Gesundheit gestalten können. Ja, also in dieser Slide ist das Geheimnis der Epigenetik, wie Stress, Ernährung, Genetik unsere Gesundheit gestalten können. Und das ist einfach irgendwas, wo die Leute auch wirklich verstehen müssen. Die Lifearm-Produkt, besonders das Laminein, das ist eigentlich so wie ich es erkläre, ist eine Nahrungsergänzung, ist nicht eine Medizin. Ja? Wenn es an der Epigenetik-Ebene arbeitet, es dauert für den Körper eine Weile, bis alles wieder regeneriert wird. Und für das braucht unser Körper Aminoacids. Aminoacids ist der Bildungsblock für das Leben. Ist das deutsch genug? Ja. Ja. Das ist einfach sehr wichtig, das so zu verstehen, ja. Und ist ja genauso, wie wenn man in ein Auto reingeht und das Auto hat so viel, wie sagt man, Rost drin, also rostig. Prostig. Naja, was macht man denn? Schmeißt ein neues Teil rein, so wie Medizin es uns gelernt hat oder so oder wie auch immer. Aber der Körper ist ein energetischer Körper. Und um das alles wieder zu regenerieren,
Der braucht einfach Nutrition dazu. Ja. Und das Laminein macht also für mich und für meine Leute den Job total darüber. Und das ist sehr wichtig, das auch zu verstehen. Und was noch gut bei der Epigenetik Mechanism ist der Stress ist nicht nur körperlicher, geistiger, emotionaler Faktor, aber wenn der Körper die richtige Nutrition reinbekommt, der kann sich viel selber, viel schneller erholen vom ganzen Stress, wir haben. Auch vom Stress, der kommt jetzt, negative Stress, den wir constantly haben, vom Mobile Phones, vom der TV, wir schauen negative Movies an. Es hat einen Einfluss in uns, ja. Und das geht runter zu der Epigenetik, weil der Körper muss sich immer in Resonanz bringen, um zu funktionieren zu können. Und wenn das schwächer und schwächer wird, dann kommen dann auf einmal die Krankheiten raus. Das können wir dann auf dem Papier sehen. Und für das müssen wir uns eigentlich wirklich mehr bewusst werden. Ja, weil, wie gesagt, am Anfang, die Leute merken das nicht mal, wenn die unter Stress sind, weil es ist einfach normal, unter dem Sympathetic Nervous System zu funktionieren. Es ist normal. Und wir haben das schon als Kinder. Ja, wir lernen das in der Schule. Ich habe viele Mal, wenn ich hier Kinder teste und das alles, ja, die schauen manchmal auch in der Nutritional Deficient, die sind so Nutritional Deficient, das schaut aus wie von einer 50-Jährigen. Ich spreche hier von 14-Jährigen, ja, also das ist, weil der Körper braucht die Nutrition, um das zu verarbeiten, ja, und darum ist ja das Lifan-Produkt ja einfach das Beste für mich, you know. Und hier ist einmal wieder Understanding Stress at the Micro Level, wo ich es eigentlich gerade beschrieben habe. You know, unsere Gene reagieren auf das, was du isst, und betont die Macht der Ernährung bei der Gestaltung unserer Gesundheit. Also es ist eigentlich auch wichtig, besonders bei Epigenetic Nutrition, da muss man die Ernährung denn auch ändern. Weil heutzutage alles, was wir eigentlich kaufen, da ist über 70% weniger Nutrition drin. Das ist nicht mehr, wie es war 30, 40 Jahre. Alles, was in Plastik ist, und das Plastik kommt vom Overseas, vom irgendwo anderem Land her, das muss mit Radiation gemacht werden, wenn es ankommt, um alle Bakterien zu killen. Also umzubringen, ich weiß nicht, wie man das sagt. Und es ist ja nicht nur das, da ist keine Nutrition mehr drin. Ja. Und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass, weil ich habe viele Leute, die sagen zu mir, aber ich esse ja so gesund und das alles, ich kann ihn nicht verstehen. Sage ich, da ist keine Nutrition mehr drin. Du musst deinen eigenen Garten machen, um sicher zu sein, ja, dass da wenigstens ein bisschen was drin ist. Aber das ist einfach so gekommen mit der Zeit, wo wir jetzt heutzutage drin leben, you know. Und was haben wir denn hier? Ja, hier, das ist auch wieder Gutes. Muss ich das wieder verschieben? Beispiele wie Lifan-Produkte unterstützen die Epigenetik-Auswirkungen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon sehr gut erklärt. Was wirklich bei Lifan, der Inhaltsstoff, wie glaube ich, wir alle kennen, das ist FGF2. Ja, das sind ja genug. Genug Studien drin. Das ist eigentlich das, was wirklich runtergeht in den Epigenetic Level. Ja? Und es ist auch in all den anderen Produkten drin. Und wann der Körper anfängt, es wieder aufzunehmen, und es aktiviert ja auch die Stammzellen. Ja? Das ist sehr wichtig. Die Stammzellen machen die ganze Regeneration im Körper wieder. Und das heißt, wenn die Stammzellen anfangen zu arbeiten, sorry, zu arbeiten, das meint, die brauchen auch wieder Nutrition. Die brauchen wie ein Auto, wenn du Benzin reinmachst, die müssen voll sein. Ja? Und ich erkläre, das läuft bei mir so in meiner Klinik irgendwie. Ich sage immer, wenn die reinkommen, die haben einen Empty Tank, ja. Und dann nach einer Weile, wenn der Tank sich auffüllt, da fangen dann auf einmal die ganzen Symptome wegzugehen von alleine. Ja, man kann das natürlich auch verstärken mit anderen Therapien, aber ich rede ja nur jetzt von Nutrition. Und wenn das denn so ist und am Schluss, ja, die brauchen dann nur noch
eine Tablette oder zwei, damit es so bleibt, bis die die Ernährung geändert haben oder so. Dann ist ja eine Tablette ja genug. Ja, also es ist ja eine Nahrungsergänzung. Und mit den Stammzellen, ja, Aktivierung, ich meine, da sind genug Studien jetzt draußen, und wenn man das anschaut, auf dem Level unten, und Laminan hat da wirklich, sowas habe ich noch nie erlebt, gut Deutsch gesagt. Und ich kann ja nur eines sagen, meine ganze Klinik rennt über Laminan und das alles, und hat sich einfach so herausgegeben, ja. Also, und das, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin ja schon 25 Jahre in dem Beruf. Also, und danke zum Uwe, der mir da auf das Laminein gezeigt hat, hat sich denn alles so entwickelt, ja. Und mehr kann man denn eher auf dem Slide lesen. Da will ich jetzt nicht reinkommen, wie das genau funktioniert, sondern dann bin ich ja nochmal 2 Stunden dran, bis ich das erklärt habe. Und ein anderer wichtiger Bestandteil, besonders wenn es um Epigenetic Nutrition geht, ist, es ist auch eine Vorbeugung von Krankheiten und Langlebigkeit. Ja? Ach, es ist das wieder weg. Warte, ich glaube, da ist wieder jemand neu. Na, keiner dazugekommen. Und man kann es auch dafür benutzen, für Ernährung, Krankheitsprävention und Management. Einfach unglaublich gut. Ja. Ich habe viele Mal hier gesehen in meiner Klinik, wenn die Leute angefangen haben, das zu nehmen, besonders auch mit der Digestives, ja. Dass sich dann quasi auch die Blutwerte innerhalb von kürzester Zeit geändert haben, in zum Positiven, ja. Also, und die haben sich das nicht erklären können, aber das ist der Grund, warum diese Epigenetics Nutrition funktioniert so toll, weil es geht wirklich in den Makrolevel rein, nicht nur in den Mikrolevel, ja. Und die Auswirkungen sind wirklich gut. Für mich ist nur wichtig, dass die Leute verstehen, dass diese Art Nahrung auf sich aufzunehmen und so, das geht besonders, wenn es runtergeht auf die DNA, der Körper muss sich ja wieder umarbeiten, um so wieder zu wirken, wie er eigentlich, wie sagt man das, wie er vorher gebaut worden ist, ja, wie gemeint, du bist so, alles funktioniert super, bum bum, ja, und um Schaden wieder wegzubauen oder so, der Körper braucht einfach Nutrition dazu auch, nicht nur und andere Sachen auch natürlich, aber jetzt mal durch die Wirksamkeit, wo ich bringe zurück zu der FGF2, ja. Der Fibrin-Growth-Faktor 2 ist es, sowas habe ich in meiner Klinik noch nie gesehen, wie schnell es manchmal bei Leuten geht. Ja, also, und viele Leute, die sind junge Mädchen, jetzt die Laminein regelmäßig nehmen, die haben schon seit 15 Jahren, wie sagt man, schlechte Periode, unheimlich Schmerzen. Innerhalb von 3 Monaten, das. Bei den meisten, also wirklich fast bei allen, ist alles zurück normal gekommen. Nur weil die richtige Nutrition reinbekommen hat. Unser Körper braucht die Nutrition, um alles zu verarbeiten. Ja? Und dazu ist das Laminein ist eigentlich wirklich das Beste, was ich überhaupt gefunden habe, weil ich war lange genug am Suchen. Und jetzt, doch das habe ich das gefunden. Und Hormone, also über das haben wir eh geredet. Ich versuche es ein bisschen kurz zu halten, wenn Leute noch einige Fragen haben. Macht das alles Sinn, was ich bis jetzt gesagt habe? Ist es noch Absolut, so? absolut. Ja, weil es ist ja Ja. schon eine halbe Stunde. Das war wie gesagt, wir müssen Stress jetzt anders verstehen. Ja, das ist nicht nur uns körperlich, sondern auch psychisch, energetisch, alles beeinflusst. Ja, und das ist sehr wichtig zu verstehen. Und da sind genug Studien draußen, die das immer machen, bla 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 bla. Wirklich, aber mir fällt nichts anderes ein, wie bla 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 zu sagen, bevor ich ein anderes Wort benutze. Und Frage, ja, und
Das sind einfach nur die wichtigsten Sachen jetzt, ja. Und für mich ist es wirklich wichtig, das mit besonders mit Leifa, mit den Produkten anderen Leuten zu erklären. Und vielleicht später können wir mal mehr Seminar machen, wirklich mehr ins Detail reinzukommen, weil es ist wirklich unglaublich. Bis jetzt das Beste, was ich. Doch mache ich das ja schon jahrelang, ja, immer nur mit dem. Und das ist einfach ein Wahnsinn, wie, also wirklich so gut. Und meistens wirklich alles geht, wird sich reduzieren, ja. Und ich glaube, das haben wir auch geredet, auch Zeichen von Stress. Können Sie den nachlesen, wo Stress nur psychische Physical Symptome und, ach, das habe ich mal Englisch drin gelassen. Emotional Stress Symptome können auch sein, wie vorher gesagt, leicht, Leute werden unruhig, sind frustriert, weiß nicht, wo es herkommt. Das ist meistens, ich nenne es eine Nutritional Deficiency, ja. Und ist egal, was für Hormone es alles im Moment ist, was das macht. Es ist einfach nur zu verstehen, versuche es einfach zu machen. Der Körper braucht Aminoacids, um das wieder aufzubauen. Ja, das ist das einfachste Weg, den ich jetzt erklären kann. Und viele Leute, die bei mir auch reinkommen, wenn es zu den kognitiven Symptomen kommt, ja, ist die haben rasende Gedanken, die können nicht mehr ruhig werden, die denken nur noch, die denken negativ und das alles. Auch bei den Physical-Symptomen, wenn die Leute niedrige Energieverbrauch haben und sie sind fatigued, die wollen nur noch schlafen. Das ist eigentlich quasi wirklich ein Riesenzeichen, dass der Körper nutritional deficient ist. Ja? Das ist sehr wichtig. Und bevor man weitergeht und dann mit Medizin reinkommt, sagt man ja nicht, dass man Medizin nicht braucht. Aber wenn du das kombinierst mit den zwei zusammen, das funktioniert wirklich auch ganz super, special mit den Life-Farm-Produkten. Ja, also bis jetzt habe ich noch nie Probleme gehabt, wenn man das kombiniert hat mit Medikation oder sowas. Das funktioniert, weil es eben durch den Effekt in der Epigenetik viel, viel bessere Auswirkungen hat. Und besonders die Aminoacids. Ja. Okay. Ich glaube, ich komme jetzt langsam Strategien zur Stressbekämpfung. Ja. Also das, was ich gerade darüber ge geredet habe, und Schlüsselkomponent ist der FGF2, Fibroblastenwachstum, Wachstumfaktor 2. Ist das wieder Deutsch? Ja. Ja, Wachstum, Ja. Wachstumsfaktor 2. Wachstumsfaktor, das ist ja, keine Ahnung, Leute, wie schwierig das ist. Wachstumfaktor 2. Und da kann man genug Studien drüber lesen und so. Und es kommt dann wirklich darauf an, auf die Dosierung auch. Wenn jetzt jemand was genau wissen will, ich habe jetzt heute schon eine Page, Güler, du kannst es den Leuten ja schicken, die können bei mir Ja. nachfragen oder wo und können da Online-Consultation machen. Und was noch ganz wichtig Gerne. ist, ja, ist, es stimuliert die Stammzellen, ja. Und mit den Stammzellen ist es auch ganz wichtig. Schaut halt wirklich mal jetzt den Research an über Stammzellen. Ich kann das da nicht alles reinbringen, da bin ich nochmal 10 Stunden dran. Ja, das ist unglaublich, was da schon heraus ist, public und alles zu hören. Und ihr werdet immer wieder darauf hinkommen. Aminoacids, Aminoacids, Aminoacids. Und da müsst ihr immer nur eines denken: Da sind alle drinnen. In dem Produkt. Und ich rede jetzt nur über Laminein, ja. Und darum funktioniert es so gut, ja. Und übrigens, es funktioniert Magic für Animals, ja. Vergesst man ja das ja nicht, ja. Und die brauchen komischerweise viel weniger, wie wir brauchen. Ich brauche manchmal am Tag 15 auf den Dingern. Ich habe sechs, drei Pferde, eins ist 600 Kilo. Die brauchen nur ein oder zwei. Ja, das verstehe ich auch nicht ganz, aber ist halt so.
Also, und wir haben gerade recently einen gehabt, der kleine Hund, der war so krank, der hat nicht mehr laufen können. Die haben dem Lamm hineingegeben. Das hat sein Leben noch für ein ganzes Jahr so gut gemacht. Der hat innerhalb einer Woche wieder rennen können. Der ist rausgerannt auf die Toilette, alles. Und nach einem Jahr ist er einfach eingeschlafen, hat auch keine Schmerzen mehr gehabt. Ja, so, das ist so streng. Ja, also, und warum das bei Tieren so gut geht, also die brauchen so weniger, ist wahrscheinlich, die denken nicht so viel nach, wie wir denken, weil wenn wir denken so viel nach, ach, was macht denn das, wo kommt es her, wie funktioniert das, muss man immer über eines nachdenken. Wir benutzen Energie für sowas, ja, und Energie braucht Nutrition, ganz simpel. Je mehr wir nachdenken, ist quasi, wir sacken, wie sagt man das, sacken das aus unseren Zellen raus wieder, ja, und das macht es dann, wenn wir krank werden. Und da ist nochmal was drin, wo ich hier habe, hier ist es, heißt Zellreparatur, unterstützt die Reparatur von beschädigten Zellen aufgrund Stress. Das alleine, klinische Erfahrung ist bei mir, und das bringe ich jetzt langsam nach Deutschland jetzt mit dem Ufi zusammen, sowas habe ich noch nie gesehen mit den Produkten, ja, also das ist einfach, da müssen wir uns nur auf eines klarstellen. Wir sind so trainiert worden, dass wir denken, wir gehen hin, schmeißen eine Tablette runter, am nächsten Tag ist alles weg, ja. Das ist, wie Medizin uns das beigebracht hat und uns glauben lässt, es funktioniert so. Aber der Körper ist ja nicht eine Maschine, der Körper ist ein energetisches, wie sagt man, Material, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch sagt, ist energetisch, ist ein living organism. Wie sagt man das auf Deutsch, Labomira? Ja, Living lebendiges organism? Organismus, ja, Wesen, Lebendiges, Wesen ja. letztendlich. Genau, und der braucht Nutrition, ja. Und nochmal eines ist ganz wichtig, das ist bei den Zellen, wenn die left, links oder rechts spinnen, ja, macht einen Riesenunterschied. Es ist ganz well known, dass alles, was wir in uns einnehmen, Pillen oder alle anderen Sachen, ich glaube, es sind alle rechtsspinnig, ja. Unser Körper natürlich spinnt alles auf die linke Seite. Und das bringt wieder den Körper in Tumult, ja. Und da müssen wir uns darüber wirklich bewusst sein. Macht das alles Sinn, was ich sage? Ja. Ich werde mal erklären in einem anderen Seminar, aber es wird langsam später. Also, und der Energy Boost auch hilft bei der Bekämpfung Müdigkeit und verbessert das Energieniveau. Ja. Und es ist ja nicht nur genug, wann der Körper fühlt man wieder, ach, ich fühle mich heute wieder gut und all das, ja. Der Tank ist einfach empty. Also, ja, das eigentlich quasi, jetzt kann man ein bisschen, da sieht man eh die Produkte hier alle, was ich benutze meistens. Revive und das alles, gesunder, um Stress zu bekämpfen. Da möchte ich jetzt nur noch darauf hinweisen, mit der Revive habe ich eigentlich erst vor einem Jahr angefangen, das rauszugeben, weil ich habe ja wirklich schwerkranke Leute hier, also da habe ich viel größere Dosages geben müssen. Und das Beste für Leute, wo ich jetzt mache am meisten, weil das ist ja alles in einem Sachet drin, ja. Das funktioniert da ziemlich gut. Also es ist wirklich sehr gut, das Revive, alles. Das muss man meistens für Leuten, meine Leute nehmen das für, wie sagt man, Prevention. Die machen eins in der Morgen rauf, das Prävention. Digestive drin und das alles. Und die fühlen sich super und die müssen nichts anderes mehr kaufen. Ja, also die kaufen keine Multivitamin, nichts mehr drin, weil das brauchen sie eigentlich nicht mehr mit dem Produkt. Und dann haben wir hier ja der Revive, wo alles drin ist. Ja, da kann man den nachlesen mit der Lamina, mit der klinischen Studien, was es macht. Again, unterstützt Stammzellen ihres Körpers bei Wiederherstellung von geschädigten Zellen. Ja, das ist unglaublich, die Wirkung drauf. Und hier wieder Lamina, das ist alles. Omega, ja, dieses. Das Omega,
Wenn ich es benutze, dass, wenn man hier lesen kann, Stimmung heben und die Depressionssymptome lindern. Okay, wieder jemand anders reinkomme. Ja. Das ist auch mit Laminein, das ist unglaublich, wie die Produkte wirken darauf. Ja. Und ich habe mal das Omega eine Bottle genommen, ein oder zwei in der Woche für einen Monat, und glaube es oder nicht. Da ist das FGF. Na, das ist was anderes drin. Ne? Muss ja, das nur auf Englisch kennen, der ist drin. Ne? Und alle meine grauen Haare waren weg. Es ist so gut. Weil es klärt die ganzen Arterien im Körper drin ab. Ja? Also, das ist wirklich ein super Produkt auch. Hier kann man wieder Testimonial lesen. Das ist eines, wo ich noch gerne drüber reden will. Das ist, gehört ja auch zu der Epigenetic Nutrition dazu. Ja, was Epigenetik ist, das Digestive System hier, also Digestive Three Blast mit Lifearm, das ist eigentlich, ich nenne es drei Produkte in einem, das sind Probiotics drin und Digestive Enzymes, ja. Unser Körper hört auf, Digestive Enzymes zu machen, wenn wir ungefähr 30 Jahre sind. Das wird jedes Jahr weniger, weniger, weniger. Und wenn wir unserem Körper denn so heavy Nutrition geben, der kann das nicht mehr runterbauen. Ja? Also, und das steckt in unserem Körper drin. Das ist, und wir werden dann ja nicht nur dick werden, sondern dann werden wir auch depresst werden, Schmerzen kommen hoch, weil es ja quasi alles steckt noch im Körper drin. Ja. Und darum ist eine Kombination mit der Digestive unglaublich, ja. Also das geht auch, das hilft mit Sicherheit auch im epigenetischen Bereich drin, weil ich benutze viel von dem. Das war mir auch noch wichtig, das zu sagen. Immunsystem, ja, von dem kennt, glaube ich, auch jeder. Das ist unglaublich streng auch. Und speziell hier jetzt, bei uns wird es jetzt kalt, bei uns kalt, bei uns hat es ja nur noch 20 Grad oder 24, da sind wir in Queensland schon einmal frieren, bei 24 Grad. Und die Leute kriegen jetzt, fangen schon wieder an, Schnupfen zu kriegen. Und speziell jetzt, wenn die Leute rausgehen unter Massen, die werden immer kränker und kränker. Und durch was alles in dem Produkt drin ist, das hilft denen. Also die wissen schon, die nehmen einfach eine, bevor sie unter Massen gehen, und dann werden die nicht mehr so krank, wie sie vorher geworden sind. Ja, also ich hoffe, dass es auch hilft. Und ja, zusätzliche Möglichkeiten, Stresspegel zu senken, meditieren, können Sie sich viel Ruhe bitte, ja, treiben Sie regelmäßig Sport, ernähren Sie sich ausgewogen oder bleib positiv. Also ja, das hat einen Einfluss auf die Nutrition und auf die DNA auch. Ja, das ist sehr wichtig zu verstehen. Und da ist wieder mal, das habe ich sehr gut gefunden, wo ich das gefunden habe. Wir kriegen das weg eigentlich ja, hier. Weil es ein Laminat legt den Grundstein für unsere Gesundheit. Das ist eigentlich, wie man, wie sagt er da, ein Haus baut, ja. Und das ist wirklich like this. Wenn man genug Nutrition drin hat in unserem Körper, nicht, nein, ich meine, wenn man nicht genug Nutrition in unserem Körper hat, ich vergleiche das mit meinen Leuten auch so, sage ich, es ist ja genauso wie wenn du ein Haus baust, du hast nicht genug Ziegel hier, wenn da ein paar Ziegel fehlen, am Ende fällt das ja alles zusammen, ja. Und es ist genauso mit den Aminoacids drin. Darum ist es mit dem Produkt ja so super, wie ich es finde, weil da alle Aminoacids drin sind und dein Körper benutzt einfach das, was der braucht im Moment, um die Stammzellen zu wieder aktivieren. Das ist, das, wenn man das so versteht, dann wird es auch viel, viel besser für die Leute. Ja? Also man muss halt einfach länger dran sein. Und ja. Also jetzt bin ich quasi bereit, da Fragen zu beantworten, wenn ich da reinkomme. Ja, da kann man denn eh Strategien zur Stressbekämpfung, können Sie ja darüber nachlesen. Und ja, da bin ich wieder. Da schaue ich noch jünger aus, gell? Thomas, danke Aber mit schön. braunen